Dank, Herr Präsident, werte Frau Bundesrätin, werte Anwesende. 2018 lebten in der Schweiz 8.544.527 Personen. Letztes Jahr sind 170.000 Personen eingewandert, 130.000 ausgewandert, also netto 40 zugewandert. Der Ausländeranteil betrug 2018 25,1%. Kein Nachbarstaat beherbergt so viele Ausländer wie wir. Österreich 19%, Deutschland 16%, Frankreich 12%, Italien 10%. 1970 hatte die Schweiz 1 Million Ausländer, heute 2. Die große Frage, die wir uns heute und alle stellen sollten, wenn wir über Migration und diese Volksinitiative sprechen: Wie viele Bürger und Bürgerinnen wollen wir überhaupt in unserem Land? Ich stelle diese Frage ganz konkret. Wollen wir 3 Millionen Ausländer? Ist das das erstrebenswerte quantitative Ziel der Schweiz? Und falls ja, was, wenn wir es erreicht haben? Es wäre interessant, hier in diesem Rat eine Umfrage durchzuführen und die Zahlen zu publizieren. Wer von uns wie viele Bürgerinnen und Bürger, ausländische Bürger und Bürgerinnen in diesem Land wünscht? Ich weiß, da steche ich in ein Wespennest. Viele wollen sich a dupri zu dieser unangenehmen Frage nicht äußern, auch nach den Wahlen nicht. Sie haben schlicht den Mut nicht, diese quantitative Frage in Zahlen, nicht in Worten zu beantworten. Für mich jedenfalls beherbergt die Schweiz genug Bewohner. Die negativen Auswirkungen der viel zu intensiven Zuwanderung und Immigration sind längst erreicht. Es ist offensichtlich, die negativen Elemente. Ich komme später noch darauf. Und weil das Volk das auch so sieht, hat es damals die Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Ich vermisse seit langem eine nachhaltige Strategie des Bundesrates zur Migrationsfrage. Die Absenz dieser ist der Grund, warum 2014 die Masseneinwanderungsmigrationsinitiative angenommen wurde. Sie überlässt die Migrationsstrategie heute aber dem Zuwanderer selbst. Als wir mit der Außenpolitischen Kommission kürzlich die pazifische Region bereist haben, wurde uns bewusst, dass man in anderen Ländern, namentlich Australien und Neuseeland, über eine klare Migrationsstrategie verfügt. Die Strategie beinhaltet die gewollte wie auch die ungewollte Migration. Obwohl Australien sehr viel mehr Fläche pro Einwohner zu bieten hat als die Schweiz, verfügt der Kontinent über eine klare Migrationsstrategie. Bei Treffen mit den Politikern auf allen drei Ebenen hieß es jedes Mal, we manage the next generation. Jene Führungspersonen haben erkannt, dass dieses Thema der Weitsichtigkeit der Regierung bedarf und die Zuwanderung nicht einfach dem Einwanderer selbst überlassen werden darf. In der kleinen Schweiz jedoch überlässt der Staat die Migrationsstrategie diversen anderen Akteuren: dem Ausland, der EU, der Wirtschaft, den NGOs, der UNO. Und weil eine Strategie fehlt, sind es eben Volksinitiativen, die uns mit ihrem Ja die Richtung auferlegen. Gerade ein erfolgreiches Land wie die Schweiz mit hohem Lohnniveau und guten Sozialleistungen müsste erst recht eine nachhaltige Migrationsstrategie haben. Jährlich Drittstaatenkontingente festzulegen und wenn die Wirtschaft schreit, sogar noch nachgeben, ist wahrlich keine Strategie. Die Schweiz bedarf einer Migrationsstrategie alleine schon, weil wir ein sehr kleines Land sind, in welchem die bebaubare Fläche limitiert ist, Gebirge, Gewässer, Wald, intensive Infrastruktur und unsere Raumplanung selbst schränken die bebaubaren Flächen logischerweise ein. Wahrlich paradox, Australien, ein riesiges Land, hat eine klare Migrationsstrategie, die Schweiz hat keine. Noch immer glauben einige, die Personenfreizügigkeit mit der EU sei ein nachhaltiges Modell. Werte Anwesende, warum wohl ist Großbritannien aus diesem Club ausgestiegen? Weil die freie Zirkulation von Personen für ein solch entwickeltes und attraktives Land früher oder später mehr negative als positive Effekte zeigt. So simpel und einfach ist das. Wenn ich sehe, dass Dänemark, was in Dänemark abgeht, da hat die Regierung kürzlich 28 Ghettoviertel definiert. Da wäre ich nicht überrascht, wenn es auch dort bald knallt und ein Exit aus der EU gäbe.
Das dänische Gesetz geht sogar so weit, dass Sozialwohnungen abgerissen werden, um die Ghettobewohner umzusiedeln, dies um Parallelgesellschaften zu vermeiden. Länder, welche eine Migration nicht nachhaltig und vorausschauend managen, schlagen sich früher oder später mit gewaltigen Problemen herum. Und die Schweiz, was haben wir für ein Ausländer- und Zuwanderungskonzept? Keines. Dass die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt ist und durch die BV verletzt wird, wissen wir alle. Die RAV-Meldepflicht mit seiner 8%-Hürde ist ein Witz und Affront gegenüber allen Arbeitslosen. Dieses Bürokratiemonster ist keine Bremse gegen die ungewollte Zuwanderung. Wir haben bewiesenermaßen schon Beispiele von x-tausenden arbeitslosen Portugiesen in der Schweiz, gerade in der Bau- und Gastrobranche. Aber dieselbe Branche, dieselbe Branchen dürfen noch immer und holen weitere ausländische Arbeitskräfte. Die blanken Zahlen sprechen für sich. Im Oktober 2019 hatte die Schweiz eine Arbeitslosenquote gemäß SECO von 2,2%. Die Schweizer, Schweizer also, Schweizer Nationalität, eine von 1,6, Ausländer eine von 3,8. Es ist also mehr als doppelt so viele Ausländer sind arbeitslos als Schweizer. In anderen Worten, mit der Personenfreizügigkeit importieren wir die Arbeitslosigkeit geradezu. Die Zahlen sprechen für sich. Und noch ein paar weitere Zahlen von arbeitslosen Ausländern. EU-28 3,3%, Europa, Nicht-EU-Ausländer 4,7%, Asiaten 4,2%, Afrikaner 7,8%. Wohlverstanden, alles Zahlen bei einer nach wie vor sehr robusten und gut laufenden Wirtschaft. Mir graut schon jetzt, wo alsdann diese arbeitslosen Zahlen stehen werden, wenn es einmal zu einem konjunkturellen Einbruch kommt. In Sachen fehlender Migrationsstrategie passt gut ins Bild, dass der Bundesrat letztes Jahr gar den UNO-Migrationspakt unterschreiben wollte. Das Parlament hat den Bundesrat zu Recht zurückgepfiffen. Es hat gespürt, dass dem zu viel ist. Umso mehr, als immer mehr Softlaw zu Hardlaw wird und nebst der europäischen eine weltweite Migration oder Personenfreizügigkeit droht. Eigenartig bei dem Thema Migration ist die äußerst optimistische Haltung des Bundesrates ohnehin. Während die Befürworter der Personenfreizügigkeit, der europäischen Personenfreizügigkeit, wirklich ehrlich und wäre die Personenfreizügigkeit wirklich der Sauerstoff für eine erfolgreiche Schweiz, wie immer behauptet wird, so müssten diese Politiker längst die weltweite Personenfreizügigkeit propagieren. Dem ist aber nicht so. Die weltweite Personenfreizügigkeit wird nicht einmal von der Wirtschaft propagiert. Einige glauben also noch immer, die Personenfreizügigkeit sei das Mittel schlechthin, um die Wirtschaft und das Wachstum zu generieren. Australien, das ich als vorhin als Paradebeispiel einer restriktiven Migrationspolitik erwähnt habe, weist seit 1993, meine Damen und Herren, seit 1993 ein Wachstum aus von 2,5%. Und das ununterbrochen jedes Jahr. Das Beispiel Australien zeigt exemplarisch, dass man sehr wohl ein nachhaltiges Wachstum haben kann, ohne gleich die Personenfreizügigkeit zu propagieren. Die negativen Elemente einer unkontrollierten Einwanderung sind omnipräsent und stark zunehmend. Zersiedlung, Kampf dem Arbeitsplatz, Kampf den hohen Löhnen, 50-plus Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Explosion der Infrastrukturen, Kriminalität und grenzüberschreitende Kriminalität, dichte Stress, Verdrängung der einheimischen Arbeitskräfte, Pendlerströme, überfüllte Züge, Tram und Busse, verstopfte Straßen, leidende Transportunternehmen, Verlust von Werten und Traditionen, hoher Ausländeranteil, Parallelgesellschaften, Explosion der Sozialhilfe und Unterstützungskosten, hohe Boden- und Immobilienpreise, steigende Mieten, trotz Tiefzinsen und vieles mehr. Das WEF von Herrn Schwab erarbeitet jedes Jahr eine weltweite Gefahrenkarte. Und das seit 16 Jahren. Und was steht dort oben zuoberst? Was ist die größte Gefahr aus Sicht des WEF weltweit? Die Migration.
Die Migration, werte Kolleginnen und Kollegen, beschäftigt uns in den letzten Jahren. Sie beschäftigt uns heute, sie wird uns auch morgen und übermorgen beschäftigen. Sie wird wie das Klima und die Umweltprobleme uns Politiker dauernd beschäftigen. Wir und insbesondere der Bundesrat wären deswegen gut beraten, uns subito einer Migrationsstrategie für die Schweiz zu widmen. Ich finde es schlimm, wenn ein souveräner Staat nicht einmal mehr seine eigene Zuwanderung steuern und kontrollieren will und nicht einmal mehr die Anzahl Ausländer in seinem eigenen Land bestimmen darf. Auf der ganzen Welt gibt es, nebst der EU-Personenfreizügigkeit, kein anderes Konstrukt, kein anderes Land, welches die Personenfreizügigkeit mit dem Handel, mit dem Freihandel verknüpft. Und über das sprechen wir heute. Das Volk hat dieser Fehlkonstruktion, der Guillotine-Klausel, zugestimmt. Es war ein großer Fehler, welches mit dieser Initiative zu korrigieren gilt. Ich kenne kein einziges Land, welches ein Freihandelsabkommen gleichzeitig an eine Personenfreizügigkeit gekoppelt hat. Diese Verknüpfung ist wirklich ein Fehlkonstrukt der gröberen Sorte. Mit der Begrenzungsinitiative wird dieses Fehlkonstrukt, diese Guillotine-Klausel, endlich geköpft. Wäre sie wirklich das Ei des Kolumbus, diese Verknüpfung, so würden wir und andere Länder diese Verknüpfung kopieren. Dem ist aber nicht so. Bei keinem der unterzeichneten und anstehenden Freihandelsabkommen ist das ein Thema. Nie würde es uns in den Sinn kommen, bei einem Freihandelsabkommen mit China oder Indonesien nach einer Personenfreizügigkeit zu fragen. Seit Jahren wächst die Schweizer Bevölkerung aufgrund der Zuwanderung um jährlich 35.000 bis 40.000 Personen. Dies entspricht der Größe einer Stadt Schaffhausen, Thun, La Chaux-de-Fonds oder Freiburg. Vor ein paar Jahren waren es noch mehr. In den Spitzenjahren hat sich die Bevölkerung der Schweiz um 70.000 bis 80.000 Personen pro Jahr vergrößert. Das wäre dann die Bevölkerung des ganzen Kantons Schaffhausen oder des Kantons Jura, wohlverstanden in nur einem einzigen Jahr und das Jahr für Jahr. Da muss man wahrlich kein Prophet sein, um zu erkennen, dass eine derart starke Zuwanderung nach wie vor früher oder später unser Land vor gewaltige Probleme stellt. Allerspätestens bei einem allfälligen Konjunktureinbruch und oder höheren Zinsen knallt es, meine Damen und Herren, ganz gewaltig. In Spanien und anderen Ländern glaubte man auch, der Beton wachse in den Himmel. Wachstum, gleich welches Wachstum, ob jenes der Bevölkerung oder der Wirtschaft, hat seine Grenzen und seine negativen Auswirkungen. Wir kennen die negativen Auswirkungen von Wachstum, doch wir verdrängen sie. Hohe Arbeitslosigkeit, teure Immobilien und Mieten, allfällige höhere Zinsen, gekoppelt an eine Wirtschafts- oder Immobilienkrise, gute Nacht. Das ist ein ganz gefährlicher Giftcocktail. Ich erinnere an dieser Stelle an all die Zahlen, welche insbesondere unsere Wirtschaftskapitäne nicht gerne hören, denn ihnen ist der Zustand der Sozialpolitik in diesem Land egal. Die totalen jährlichen Sozialhilfekosten belaufen sich auf sage und schreibe 8.285 Millionen pro Jahr. 350.000 Leute in diesem Land beanspruchen Sozialhilfe, 615.000 sind working poor. Zu glauben, dass Wachstum in der Schweiz korreliere mit der Zuwanderung, ist eine der größten Fehlanalysen, welche viele Politiker und Politikerinnen machen. Natürlich gehen mit der Zuwanderung auch positive Aspekte einher. Ich möchte die Zuwanderung keineswegs komplett stoppen, sondern einfach die Möglichkeit haben, sie selbst zu steuern, wie es in der Bundesverfassung festgehalten ist. Es verlassen bekanntlich auch Schweizer und Ausländer die Schweiz. Wir können sehr wohl die Schweizer Bevölkerung bei heute 8,5 Millionen stabilisieren. Für mich jedenfalls ist es eine reine Frage der Zeit, bis das Parlament oder eher eben das Volk die negativen Auswirkungen der Zuwanderung, die negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit, die negativen Auswirkungen der Verknüpfung
der bilateralen Verträge oder der ersten bilateralen Verträge erkennt und sie korrigiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, meine Damen und Herren, dass die EU, man hört das ja jetzt vor allem bei dieser Initiative, bei einem Ja zu dieser Volksinitiative einen so guten Handelspartner wie die Schweiz komplett isolieren würde. Die Schweiz ist ein sehr guter Kunde der EU, um vor eine verschlossene Tür gestellt zu werden. Die Schweiz verfügt über Faktoren, die für die EU zentral sind. Ich denke nicht nur an das Verkehrsabkommen. Natürlich gäbe es einen Knall und unzufriedene EU-Politiker. Das erleben wir derzeit beim Brexit ebenfalls. Aber selbst die EU spricht und verhandelt noch mit England. Ich jedenfalls stimme dieser Begrenzungsinitiative zu. Ich will die unsägliche Verknüpfung der bilateralen Eins endlich auftrennen. Und ich will die Zuwanderung in unser Land wieder eigenständig und selbstständig steuern, so wie es übrigens, meine Damen und Herren, in der Bundesverfassung steht. Das Wort hat Herr Ständerat Müller. Herr Präsident, Frau Bundesrätin.